Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Sonntag, den 12. Mai. Mai natürlich. Ja, ich möchte den mit dir herlegen. Ich brauche den irgendwie mit dabei jetzt gerade. Das ist mein Falkenauge. Ja, meine Seherunterstützung sozusagen. Ja, was haben wir heute zur Verfügung an Energie? Ja, wundervoll. Die Lilien, eben. Den Durchblick, ja, Weisheit, Ruhe, Frieden, Harmonie, auch, also sowohl für uns selbst als auch im Miteinander, in der Familie vielleicht auch sehr, in der Beziehung, ja, ein, ja, leidenschaftliches Miteinander durchaus, aber ansonsten wirklich sehr viel Harmonie und Zufriedenheit, ja, eine Fülle an, ja, an Glück und Klarheit. Ja. Das kann sein, dass hier heute auch etwas sehr Wesentliches passiert, was bis zum Winter hin, ja, eben auch noch so eine bestimmte Zeit der Entwicklung braucht oder eine bestimmte Phase der Entwicklung erlebt. Ja, wir haben ja die 30 bei den Lilien, da geht es um die Weiterentwicklung. Ja, vielleicht auch mit bestimmtem Wissen, mit bestimmter Fähigkeit. Wir haben den König der Schwerter hier mit angezeigt. Der ist ja eigentlich wirklich Experte in einem bestimmten Wissensgebiet, Fachbereich, auch ja in einem bestimmten Lebensbereich natürlich auch. Der hat da so seine Erfahrungen gemacht, ne, seine Kenntnisse und Schlüsse draus gezogen und entsprechend ja, bringt er das, lässt er das immer wieder auch in einer weisheitlicher Art und Weise in neue Projekte, Entwicklungen, Wege einfließen. Ja, das kann für dich persönlich jetzt sein, in Wissensgebieten, vielleicht beruflich tatsächlich, aber natürlich auch im Umgang mit anderen Menschen, ja, vielleicht innerhalb der Familie. Vielleicht darfst du hier ja heute auch auf jemanden zurückgreifen, um Rat fragen, der eben sich auch gut mit bestimmten Dingen auskennt, ja, darin zu Weisheit, zu großer Weisheit und Wissen gelangt ist. Das können ältere, weise Personen aus der Familie sein, muss aber nicht. Manchmal sind es auch die Kinder, ja, die uns da mit großer Weisheit etwas vormachen und weitergeben können, ja. Ja, in dir selbst. Vielleicht ist heute eine wunderbare meditative Zeit auch. Zeit für Meditation, Einkehr, Ruhe. Jedenfalls, um auch wieder in Ruhe, Frieden und Balance zu finden. Ja, passend zum Sonntag. Für die meisten wird dann wohl, ja, Zeit für Erholung sein. Jedenfalls wünsche ich es euch. Und falls ihr beruflich da unterwegs seid, vielleicht auch, ja, sozial wohltätig, ehrenamtlich vielleicht auch, ne? Habt ihr aber auch da ein wundervolles Miteinander, Zusammenspiel. Ja? Ja, einfach auch ruhig und gelassen bleiben ist hier wichtig und wesentlich. Oder ja, was es natürlich auch bedeutet, hier wirklich auch ruhig und ja, gelassen an einem Ziel dran zu bleiben, ja, dass sich alles eben so entwickelt, entfaltet, ja, zu seiner Zeit, wie es sein soll. Justice, ja, die Balance kommt hinein, ja, die ausgleichende Gerechtigkeit, vielleicht die Ernte tatsächlich auch in äußeren Umständen, ja. Also je nachdem, wie der Vorlauf gewesen ist, natürlich für eine Sache, kommt hier etwas in die Balance. Falls du irgendwo zu wenig hineingegeben hast oder zu viel, ja, es kommt in Balance. Ne, es kommt entsprechendes zurück, kommt hier karmischer Ausgleich hinein. Ja, ja, kommen vielleicht wirklich Anerkennung, Früchte, Lob, Wertschätzung zurück, für
Ja, für getane Arbeit mindestens dann auch in der Woche oder für gute Vorbereitungen in einer Sache kommt ja jetzt Ruhe, Frieden, Kraft, Harmonie hinein ins Miteinander, weil man einfach auch dran gewirkt und gearbeitet hat. Ja, findet hier etwas in Gerechtigkeit und Fairness jedenfalls. Ja, du kannst vielleicht hier selber auch mit einer bestimmten Entscheidung, die du getroffen hast, oder ein anderer Mensch, die von außen jetzt hier vielleicht auch auf dich zukommt, hier wirklich auch gut leben, ne? In Ruhe und Zufriedenheit, damit gehen. Ja. Ja, ist eine schöne Gerechtigkeitskarte, ne? Ja, Karma-Karte eben auch, ne? Also, aber es sieht hier wirklich sehr, also falls ja hier jetzt wirklich auch irgendein bestimmter Entscheid hineinkommt, der jetzt nicht das volle Maß deinen Erwartungen entspricht, du wirst trotzdem einfach auch zufrieden damit sein können, ja. Es wird dich genauso auch berücksichtigen, ja. Herdfeuer. Erzähl die Geschichten deines Lebens. Ja, was du selber einfach auch schon erlebt hast. Ja, in Sachen Lernaufgaben, Karma. Ja, wie sich bestimmte Dinge einfach auch entwickelt haben. Ja, du scheinst da auch schon einiges zu erzählen zu haben, ja. Er ist jetzt der Erzähler und er ist hier nicht der Älteste in der Runde. Also wisse, an jedem Punkt deines Lebens gibt es einfach auch schon wichtige Erkenntnisse, wichtige Geschichten, die sich da angesammelt haben, ja, oder die vielleicht, ne, ja, auch aus früheren Leben, ne, dir bewusst werden. Ja, wo du spürst einfach, hier gleicht sich jetzt etwas aus. Ja, lebe ich jetzt Gerechtigkeit in diesem Leben für bestimmte Dinge, die ja vielleicht in anderen ja ungünstig für dich gelaufen sind, ja, oder ja, wo du eben nicht fair behandelt wurdest, Unfairness, Ungerechtigkeit erlebt hast. Ja. Geschichten kann jeder erzählen, schon die kleinsten oder aber auch die ältesten. Vielleicht begegnest du heute jemanden, gerade auch in der Familie, wo du vielleicht auch für eine Entscheidung Unterstützung bekommst oder ja, überhaupt vielleicht auch Versöhnung erlebst, Ausgleich. Ja, vielleicht mag dir da oder wird dir da auch anhand der Geschichte die andere erzählen. Ja, vielleicht gerade auch in familiären Miteinander heute für dich selber auch etwas Wichtiges, Wertvolles bewusst und kommt dir dann dadurch auch Mut und Kraft und Stärke zu. Ja, wir haben hier sehr viel Sakralenergie, ja, und aber auch die des Wurzelchakras. Ne? Ja, sei mit Leidenschaft und Hingabe bei dem, was du tust, bei denen, mit denen du zusammen bist, und ja, genieß diese Zeit einfach auch. Es wird dich aber auch die anderen stärken und inspirieren. Ja, das Miteinander einfach auch wunderbar in Balance bringen. Ja, vielleicht einfach auch, nachdem man sich schon lange nicht mehr gesehen hat, miteinander erzählt hat. Ganz viel stärkende Energie ist ja dabei. Wundervoll. Ja, alles Liebe dafür, eine gesegnete Zeit und dann bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.